Ich habe hier eine Katzenminze, direkt daneben habe ich eine Glockenblume, dann habe ich die kleine Braunelle, die kann man jung wunderbar essen und die hat sehr große violette Blüten, die sind wunderschön. An die 80 Gemüse-, Kräuter- und Pflanzenarten wachsen hier auf nicht mal 6 Quadratmetern. Biologe Sebastian Gard arbeitet beim Verein Green City, dank ihm ist die Stadt auch ein bisschen grüner. Der leidenschaftliche Balkongärtner weiß, wie man auf minimalem Raum maximal was rausholt. Man braucht gar nicht viel Platz, man muss den Platz einfach gut nutzen. Einer der Tricks ist, man muss nicht für jede Pflanze einen Topf nehmen, sondern ich habe in meinen allermeisten Gefäßen habe ich mehrere Pflanzen drin stehen. Die Bohne gesellt sich neben Radieschen, umgeben von Pflücksalat und Kräutern. Später spendet die Bohne, übrigens ein perfektes Balkon-Einsteigergemüse, ihren Nachbarn Sonnenschutz, genauso wie der Hopfen. Die jungen Triebe vom Hopfen kann man wunderbar wie grünen Spargel essen. Weil das Gemäuer des Hauses Wärme speichert, herrscht auf dem Balkon ein besonderes Kleinklima, das man kennen muss, um nicht frustriert aufzugeben, weil alles vertrocknet. Ich gieße nicht jeden Tag, sondern ich schaue, dass ich die Pflanzen ein bisschen trainiere, auch mit der Trockenheit umzugehen. Und das ist natürlich super, wenn der Sommer kommt, dann volle Lotte, richtig heiß wird, dann sind die schon ein bisschen antrainiert, dann tut man sich einen großen Gefallen, wenn man sie nicht verzogen hat davor. Wichtig auch große Töpfe, um länger die Feuchtigkeit zu speichern. Und Samen selbst ansehen, rät der Biologe, statt fertige Kräuter oder Setzlinge zu kaufen. Gekaufte sind oft ein bisschen schwierig. Die wachsen im geschützten Milieu auf, oft im Glashaus mit perfekter Düngung. Wenn man die dann auf seinen Balkon macht oder umtopft, dann ist plötzlich alles anders. Es sei auch gar nicht schwer, ein biologisches Gleichgewicht auf kleinster Fläche herzustellen. Schlupfwespen ein Plätzchen zu bieten, erspart zum Beispiel Blattlausärger. Die sammeln die Blattläuse, packen die dann in das Röhrchen rein, legen ihr Ei dazu und das ist dann die Nahrung für die Brut. Und weil ich so viele verschiedene Sachen und Plätze habe, wo Insekten reinkommen, habe ich überhaupt kein Problem mit den Blattläusen. Und wer jetzt noch seine Erde selbst mischt, ist bestens vorbereitet für die Balkon-Selbstversorgung. Ein Viertel Sand, ein Viertel von der Acker- oder Gartenerde und die andere Hälfte, also zwei Viertel von der gekauften. Dann kommt man in eine ziemlich gute Mischung rein, die zum einen lang das Wasser hält, zum anderen sich gut anfeuchten lässt, auch wenn sie mal ein bisschen angetrocknet ist. Und die enthält sehr viele Mineralien. So wachsen Radieschen, Fenchel, Bohnen, Erdbeeren besonders gut auf seinem Westbalkon. Aber seine Favoriten sind die Kräuter. Ein Kopf Salat für 60 oder 80 Cent, den kann ich mir leicht kaufen. Aber wenn ich diese Vielfalt an Kräutern haben möchte, dann müsste ich ja jeden Tag tief in die Tasche greifen, um mir da wirklich den Salat schmackhaft zu machen. Sich und seine Familie komplett versorgen kann er damit natürlich nicht. Aber es vergeht kein Küchentag ohne seine Balkonschätze.